kombinieren lässt. Über 30 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft. Sie werden durch das Brandenburger Tor von Ost nach West streiten. Um 19.30 Uhr folgen Grußbotschaften von Klaus Wowereit und Angela Merkel sowie Nicolas Sarkozy, Dimitri Medvedev, Gordon Brown, Hillary Clinton. Gegen 20 Uhr stoßen der ehemalige polnische Gewerkschaftsführer Lech Wałęsa und Miklos Nemeth am Reichstag die ersten Dominosteine an. Es folgen ein Beitrag von Adoro, fünf jungen Opernsänger, sowie ein Gespräch mit Michail Gorbatschow und Hans-Dietrich Genscher. Bon Jovi spielt einen eigens für diesen Abend kreierten Song. Etwa um 20.25 Uhr starten Schüler der Europaschulen gemeinsam mit EU-Parlamentspräsident Jerzy Buzek und EU-Präsident José Manuel Barroso den Dominofall vom Potsdamer Platz. Am Brandenburger Tor wird gegen 20.40 Uhr auf dem Platz des 18. März die Hymne We Are One von Techno-DJ Paul von Gittu aufgeführt. Die letzten Dominosteine fallen und es gibt ein großes Feuer. Wer mit dem Auto zum Fest feiern will, der ist aufgeschmissen. Das Gebiet ist weiträumig abgespannt. Es empfiehlt sich am besten vom Potsdamer Platz aus oder vom Hauptbahnhof direkt zum Brandenburger Tor zu laufen. Weil in Endeffekt Brandenburger Tor ist nicht nur das Symbol von dem Mauerfall, aber ist das Symbol des deutschen Einheit. Es ist Symbol von der Traum von einem großen Deutschland. Aber das alles ist der Anfang von etwas Gravierendem, dem Traum von Vaterland und konsequentem Nationalismus. Deswegen, für viele Jahre nach dem Mauerfall, gab es Randale zwischen Nazis und Squattern und Attacken an Asylantenheimen. Gegen rechten Gruppierungen ausging, nahm nach der Maueröffnung, verstärkt durch den deutschnationalen Taumel, extrem zu. Nachdem der faschistischen NA in der Weidlingstraße in Lichtenberg von der KWV ein Haus zugewiesen wurde, versuchte die FAP mit Unterstützung von Kühnen und Neonazis aus Österreich ein Hauptquartier aufzubauen. Diese Zentrale diente nicht nur der Verbreitung von faschistischer Ideologie in der DDR, sondern von dort aus wurden auch Angriffe auf Ausländerinnenwohnheime und linke Strukturen organisiert. Der Mythos Weidlingstraße hatte bis auf ein paar wenige Gruppen lähmende Wirkung. Die Westantifa wusste, was los ist, fand aber in den ersten Monaten nicht den Weg über die Mauer. Die Leute im Osten waren ständig mit den Angriffen konfrontiert, hatten aber zum größten Teil ihr Verhalten nicht klar. Dieses Schild wird 1992 aufgehängt, an Erinnerung an Silvio Meyer. Er hat hier in Kiez gewohnt und er würde mit Messern erstochen von Nazis um 8 Uhr abends des 21. November.
Friedrichshain hat die ganze Nacht gebrannt. Es gab Krawalle mit den Bullen und Barrikaden überall. Das, um zu verstehen, wie groß die Auseinandersetzung mit den Nazis war, weil die wohnten gleich hier, in den nächsten Kiez Lichtenberg, 2 Kilometer entfernt. Hooligans überfallen ein alternatives Wohn- und Kulturprojekt in Leipzig-Konnewitz. Ein anderer Punkt, an dem es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kam, war der unterschiedliche Umgang mit den zunehmenden faschistischen Angriffen auf besetzte Häuser und auf die, die wie Ausländerinnen, Hausbesetzerinnen, Punks, Linke, Lesben oder Schwule aussahen. Die Überfälle von Faschisten hatten seit der Maueröffnung eine Qualität und Quantität erreicht, die die Angegriffenen bis dahin so nicht erlebt hatten. Wir waren immer unterwegs in ganz Europa, wir haben nie verstanden, und also Amerika in der ganzen Welt, wir haben nie verstanden, aber das kommt wahrscheinlich daher, dass man ja als Österreicher relativ exotische Kleinstaatenbewohner ist, und natürlich hat man dann zwei Möglichkeiten: man wird ein intoleranter Nationalchauvinist, wie ja sehr viele Österreicher leider sind, ja, das hängt auch mit dem Katholischen ein bisschen zusammen, ja, oder man geht nach außen und legt relativ schnell dieses dumme oder quasi religiöse Nationale ab. Ja? Ich muss einmal sagen, viele tausende Künstlerkollegen aus der Gegend, geht es um Kolleginnen, geht es ähnlich. Und wir haben natürlich ein Problem mit dem Nationalen, weil das Nationale ein quasi religiöser Schwachsinn aus der Vergangenheit ist und praktisch ja gar nicht mehr existent ist, sondern nur in den Köpfen der Menschen. Das war auch damals schon so. Also man war immer unterwegs, man war in Norwegen und da hat man halt dann Englisch gesprochen, und man war in London und da hat man selbstredend Englisch gesprochen, und dann war man in Berlin und da hat man Englisch und Deutsch gemischt gesprochen. Und es war immer schon gut, ein paar Trocken Türkisch zu können. Das war ja immer die Qualität dieser Stadt. Die Qualität von Berlin ist eben, dass es auch eine türkische Stadt ist. Und das ist spitze, das ist richtig gut. Ja? Weil das relativiert nämlich diese nationalchauvinistischen Krankheitsbilder, die da in den Köpfen der Menschen sich immer mehr. Um 18 Uhr, Rainbow City. Das Magazin für Schwule, Lesben, Transsexuelle und alle Menschen, die mit diesen Themen aufgeführt. Direkt danach. Ja, das brauchen wir heute nicht. Heute sind wir nämlich anderweitig unterwegs. Heute machen wir eine Sendung live zu den Anlässen, die vor 20 Jahren hier in dieser Stadt gelaufen sind. Und zwar geht es um Dokumentationen, um Leute, die Filme gemacht haben. Wir haben jetzt einen Kollegen, nämlich Willi Perfetti, der das Ganze wieder aufarbeitet. Und hier am Mikrofon nach wie vor der Volker. Und der Abi. Und wir machen ja Hallo Taxi, armer Boxi, und steigen jetzt auch mitten ein in ein Thema in der interkulturellen Welle, die sich diesmal beschäftigt mit Friedrichshain. Und zwar beschäftigt sie sich auch irgendwie ein bisschen mit der Geschichte von Friedrichshain. Ich begrüße erstmal im Studio den Willi. Hallo Willi. Hallo Abi. Willi und ich, wir kennen uns schon ewig lange. Wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Du hast bei Sonet gearbeitet, du hast Bier ausgefahren, Kohlen geliefert hier. Damals. Genau. Und darüber willst du jetzt irgendwie, du bist da, hast einen Kameramann dabei, auch hast du
Willkommen für den Kameramann. Du bist, hast es gedacht, alle machen was über 20 Jahre Mauerfall und da ist was ganz was anderes passiert, was in den normalen Medien nicht unbedingt auftaucht. Und jetzt haben wir erstmal entsprechend zu diesem Anlass natürlich auch einen Song aufgelegt, der damit zu tun hat, nämlich du warst dabei, ich war dabei und Slime war auch dabei. Okay. Also, ich bin selber 1995 nach Berlin gekommen und wollte eigentlich von Anbeginn in Ost-Berlin leben, also in einem der Ost-Berliner Stadtteile, habe aber keine Wohnung gefunden, war dann zunächst für ein Jahr in Berlin-Kreuzberg. Und da hat mich aber mein toller Vermieter rausterrorisiert und so bin ich dann nach Friedrichshain geflüchtet. Und das war 96 im Oktober. Und ich bin in die Wohnung gezogen, in der ich immer noch wohne. Und das ist Ecke Rehwaler Simon-Dach-Straße. Und Ende 96 habe ich irgendwann aus meinem Fenster gesehen und auf dieses Gelände, wo wir uns jetzt hier befinden, geschaut und wusste überhaupt nicht, was das ist. Also es, da ist eine Mauer, also von meinem Fenster aus sehe ich diese Mauer und dann eben halt diese ganzen Gebäude. Das ist irgendwie so ein Industriegelände. War noch nichts saniert, es war alles noch grau, es roch noch sehr überall nach Kachelöfen, nach Kohleöfen. Wie Ende 96 guckte ich rüber und ich sah auf einmal beleuchtete Häuser. Und ich hatte wie so ein Funke, okay, das ist die kleine Stadt in der Stadt, weil das ja hinter der Mauer ist so. Und wie das eben halt zu der Zeit gewesen ist, also große Aufbruchstimmung, das war ja nun irgendwie ja, 6-7 Jahre nach Mauerfall. Sachen, es war immer ein Spiegel der Gesellschaft, zutiefst zerstritten, jeder gegen jede altruistische Gruppen, die für das Heere, das Schöne, das Gute die Kunst und Kunstentwicklung argumentiert haben, auch naiv natürlich, gegen Interessensgruppen, die einfach nur Geld verdienen wollten, bis hin zum Drogendealer. Das hat sich bis heute nicht geändert, das ist nach wie vor so, das ist aber nur das Spiegelbild der Gesellschaft. Jede Seite könnte man letztlich kritisieren. Auf jeder Seite gibt es viele Kritikpunkte. Es ist letztlich ein klassischer Konflikt. Um Worte aus den 70ern zu wählen, rechts gegen links nach wie vor oder nur früher, es ist einfach die gute alte Nummer, Geld gegen Inhalt, Inhalt gegen Geld. Diese Diskussion wird auch ewig geben. Insofern ist es Tacheles aber damit die wirklich ursprüngliches Gesamtkunstwerk im Sinne von Kunst. Kunst ist nur Wahrnehmung und Reflexion. Alles andere kommt nachher. Ob das jetzt das Schauspiel ist oder die Malerei oder die Musik oder was auch immer. So. Und in dem Zusammenhang ist natürlich das Tacheles witzigerweise ein tatsächlich zeitgenössisches Gesamtkunstwerk, eigentlich sehr zum Ärger der Kunstszene, sehr zum Ärger letztlich der sogenannten Medien, die aber mittlerweile ja am Untergehen sind. Also das, was wir nur als Medien kennen, Zeitungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter, die kämpfen ja letztlich jetzt auf globaler Ebene nur mehr eine Art, militärischen Terminus zu nehmen, Rückzugsgefecht, ja, und zwar ihr letztes. Die Zeitungen werden nicht überleben, die nächsten Generationen pfeifen auf die Bild. Ja. Also die Bild wird einfach verkommen zu einer Art Bravo für Dummköpfe. Das ist dann auch okay, aber sie gehören dann nicht mehr zum Medium, sondern sie gehören dann einfach mehr oder weniger zum Unterhaltungsbetrieb wie Star Trek, Battlestar Galactica und Jack Bauer in 24. Ne? So, das zeichnet sie ab. Die Frauenband aus Nummer 18 beschallt einen Straßenzug, in dem 8 Häuser von etwa 120 Hausbesetzern bewohnt werden. Trotz legaler Mietverträge gilt die Kreuziger damit als Besetzermilieu, das sich der besonderen Aufmerksamkeit durch die Berliner Polizei sicher sein darf.
Nach mehreren Zwischenfällen deklarierte man die Straße kurzerhand zum gefährlichen Ort. Kasernen haben Krieg und Sozialismus halbwegs überstanden. Jetzt dienen sie als düstere Kulisse für autonomes Leben in kollektiver Abgeschiedenheit. Ein paar Leute, was wir auch mit dabei, die hier LKWs, alte DDR-LKWs besorgt haben, die repariert haben und damit halt für die besetzten Häuser im Kiez Kohlen, Baustoffe, Getränke gefahren haben. Ne? Und dann gab es halt dieses Grundstück am Markgrafendamm und da haben dann Freunde von mir das klar gemacht, dass dort ein Infrastrukturprojekt entsteht, für die Häuser auch und so. Also es war schon so, so eine Art Logistikzentrum für die besetzten Häuser anfangs. FIPS e.V., ja, das Friedrichshainer Infrastrukturprojekt in Selbstverwaltung. Also das habe ich gegründet mit dem Kollegen Nico Schnur, den grüße ich an dieser Stelle auch mal ganz recht herzlich und mit Romanus zusammen. Und wir mussten aufgrund der Situation der besetzten Häuser damals, hat sich Nico eben, weil er immer so ein Faible für Juristerei hatte, sich den Einigungsvertrag mal genauer durchgelesen und hat da einen Passus gefunden, dass halt Gemeinden, Bezirke bzw. gemeinsame Vereine die Möglichkeit haben, halt Materialien und Sachen der NVA zu bekommen, der Nationalen Volksarmee. Also wir dann irgendwie gedacht, okay, da gibt es eine Möglichkeit, da können wir was kriegen, haben mit unserem Bezirksbürgermeister geredet, der damals auch noch irgendwie das ganz toll fand, was wir da vorhaben, und haben halt ein Schreiben bekommen, dass wir halt irgendwie in Kasernen fahren können und Sachen raussuchen können. Also für mich nicht eine ganz ungewohnte Situation. Ich habe in der Westarmee gedient, insofern kenne ich das mit Kasernen, aber Nico zum Beispiel, Pazifist ja. Und irgendwie damit nichts. Und wir halt in die Kaserne und dann ja, konnten wir halt den LKW und den LKW und hier die Betten und da die Küchenausrüstung. Wir waren dreimal in Kasernen und haben irgendwie ganz gut Material zusammengeschnappt. Wir hatten am Anfang noch das Problem, wir haben zwei dicke, fette Urals, das sind also so richtig große Fahrzeuge mit drei Achsen und mit kompletter Werkstattausrüstung. Die hatten wir bekommen von der NVA und hatten dann allerdings auch schon ein Grundstück klar gemacht am Markgrafendamm. Das Grundstück gibt es heute noch, FIPS gibt es heute nicht mehr. Jedenfalls hatten wir auf jeden Fall das Grundstück, was wir wollten. Wir hatten ja auch Maschinen, Holzfahrbahnsmaschinen, Metallfahrbahnsmaschinen. Natürlich hatten wir unsere Schrauber, die die Fahrzeuge in Stand gehalten haben. Und insofern haben wir dann, das Grundstück hat 4.500 Quadratmeter, wir hatten also wenig Platz für den ganzen Stuff. Und es sind Werkstätten entstanden, es ist eine Autowerkstatt entstanden und viele kleinere. Es kamen halt Leute, die auf einmal dann mit handwerklichen Sachen umsetzen konnten. Und das war eigentlich unsere Idee von dem ganzen Projekt von FIPS. Es gibt einen Haufen Material, es gibt die Werkstätten, es gibt die Leute und da sind wir halt andere Leute zu unterstützen. Je nachdem, wie viel Geld sie haben, ob man Geld verlangt oder nicht. Ne? Überhaupt haben 6 Kommunejahre aus manchem Radikal-Anarcho einen bürgerlichen Alternativen gemacht. Und aus Besetzern wurden Gewerbetreibende. Das Arbeitskollektiv Navrok Alpin, hier an einer Steilwand in Berlin-Adlershof, hat sich auf Extremmontage spezialisiert. Auf Wunsch des Senates wirkte man sogar an der Verhüllung des Reichstages mit. Wir hatten Platz, der hat irgendwie im Monat, ich weiß nicht mehr, wie viel 1000 D-Mark Miete gekostet. Wir mussten gucken, dass wir Geld verdienen. Also haben wir angefangen, Umzüge zu machen. Wir haben halt mit jedem Mist irgendwie angefangen, irgendwie zu gucken, auch Geld zu verdienen. Ne, das ging natürlich die Schrauber mit ihren Autos reparieren, die in der Holzwerkstatt haben Holzaufträge gemacht. Aber eben auch, je nachdem, wie viel Geld die Leute hatten, halt dementsprechend auch zu Kursen, die okay waren. Ne. Dann ging es halt weiter, weil unsere Idee war auch jetzt nicht nur einfach irgendwie was machen, sondern halt auch wirklich richtige Firmen zu gründen. Irgendwann kamen dann Frege und Andreas und Willi und Wilhelm mit dem KGB. Ne, das waren auf einmal Kohlen gibt es ein Bier, ne, deswegen KGB. Jedenfalls haben wir damals auch ABM-Anträge gestellt, weil wir gedacht haben, okay, das ist was, ne, wo man Geld dafür kriegt. Damals haben sie mit ABM um sich geschmissen. Jeder Arsch hat irgendwie Stellen bekommen, nur wir nicht. Im Nachsatz haben wir dann rausbekommen, dass sich unser Bürgermeister gegen uns ausgesprochen hatte. Die nächste Auskunde, die wir hatten, ist 1, 2, 3 Bühnenverleih. Manni, der hat einen alten Auflieger von der NVA genommen, hat eine Klappbühne draus gebaut, ne, und der hat sein Unternehmen gegründet. Der ist bis heute noch unterwegs, ne, hat jetzt mittlerweile schon die dritte Klappbühne gebaut, ne? Alles selber geschweißt und gemacht und getan. Und das war so das, was halt FIPS ausgemacht hat. Ne? Das letzte Projekt, für das wir dann auch Geld bekommen haben, war unser fahrbares Kinomobil. Wir haben irgendwie von der Nico hatte das damals rausgekriegt, Jesse wurde irgendwie ein altes Kino abgefragt und wir halt hingefahren mit LKWs und die großen Maschinen eingepackt, die standen jahrelang bei FIPS rum und irgendwann kam halt die Idee, warum montieren wir diese Filmprojektoren nicht auf einen LKW und machen Autokino.
Ne? Also wir sprechen mit irgendwelchen großen Baumärkten und den ganzen Scheiß, was es gibt, beziehungsweise zum Schluss haben wir dann Autokino am Alex gemacht, auf dem großen Platz, wo jetzt das Alexa steht, und haben dann halt mit unserem Kran, den wir, Autodrehkran hatten wir auch, eine riesengroße Leinwand aufgebaut, haben die Parkplätze, haben den Ton für die Leute über UKW auf ihr Autoradio gepackt. Und das war eigentlich ein innovatives Projekt, was dann aber leider von den Leuten, die dann damals auch eine ABM bekommen haben, dann leider nicht so weiterverfolgt wurde. Sie haben es nicht geschafft, das halt in ein normales Business oder in eine Gesellschaft zu machen, wo sie halt ihr Geld hätten mit verdienen können. Deswegen wollte ich ja den LKW immer noch mal Willi schenken, damit er dann auch irgendwie Autokino machen kann. Und insofern ist das Ganze dann so ein bisschen, oder ist dann in sich zusammengefallen, weil eben so da die Check-Ebene nicht mehr da war und die Leute so gucken mussten, wie sie ihr Geld verdienen. Und dadurch ist dann FIPS leider von dem Grundgedanken als Infomaterialpool und als gemeinsame Organisation, die halt andere unterstützt, das hat dann leider nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir den Verein halt aufgelöst. Okay. Ja, und dann haben wir dort auch unseren Verein Sonet in Friedrichshain gegründet. Sonet heißt Southern Networks for Environment and Development. Das ist ein südliches Netzwerk, das in Vorbereitung damals auf die große Weltumweltkonferenz in Rio entstanden ist. Also ein Netzwerk, das zum ersten Mal Meinungen und Positionen der NGOs aus der südlichen Hemisphäre gebündelt hat und dort sozusagen eine Rolle in den Verhandlungen eingenommen hat. Das war wirklich das erste Mal, dass südliche NGO-Vertreter mit am Tisch saßen. Vorher gab es aus dem Süden, wenn dann nur Regierungsvertreter. Und dieses Netzwerk, das hat mich sehr interessiert, vor allem deren Vertreter oder Direktor in Afrika, der Godfrey Mereria aus Kenia, der hatte so eine eigene Entwicklungsphilosophie für Afrika, wo es halt mehr oder weniger darum ging, eine ökologische und auf Traditionen beruhende Alternative zu dem westlichen Entwicklungsmodell aufzubauen. Das hat er, wie gesagt, schon in den 80er Jahren verfasst und das fand ich sehr fortschrittlich und wollte dann auch gerne bei seinen Projekten als Volontär mitarbeiten. Und hat er gesagt, nee, fahr mal lieber nach Hause und gründe mit deinen Leuten einen Verein. Das kann viel mehr helfen. Dann kannst du dir die Projekte, die du unterstützen willst, aussuchen und Förderung dafür beantragen und so. Und das war im Prinzip der Auslöser, dass wir diesen Verein Sonet gegründet haben. Und ja, dann bin ich halt immer wieder in Ostafrika gelandet. Du warst ja auch mal mit, zweimal. Ja, und das waren so die ersten Projekte von Sonet. Inzwischen hat sich natürlich unser Fokus etwas verlagert. Im Moment ist Länderschwerpunkt eher Nigeria. Aber wir haben jetzt auch Projekte in Nepal. Kenia fängt gerade auch wieder ein neues Projekt an. Und wir machen halt viel hier im Inland, Kiezarbeit und sogenannte entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Dort, wo der Krieg Lücken gerissen hat in die bröckelnden Fassaden der Kreuziger Straße, lassen die neuen Alteigentümer nun Häuser mit Eigentumswohnungen bauen. Für die autonomen Mieter nebenan ein steinernes Zeugnis ihrer Ohnmacht. Noch vor einem Jahr befand sich auf diesem Gelände ein Abenteuerspielplatz. Bis zum 5. September vergangenen Jahres. Dann rollten die Bagger an, unter Polizeischutz. Im Rahmen der sogenannten Gefahrenabwehr besetzten uniformierte Dächer und Treppenhäuser der umliegenden Gebäude. Die Straße wurde zum gefährlichen Ort erklärt. In der Nacht zum 30. Oktober dieses Jahres war es mal wieder soweit. In der Kreuziger Straße brannten Müllcontainer und mehrere Autos, etwa eine Stunde lang. Reaktion auf die Räumung eines Hauses am Vormittag. Ja, hier diese Wohnung bekommen und baut sie sich aus und hat also, ich will mal sagen, seinen Vorstellungen entsprechend das soweit alles gemacht und das sieht hier aus. Also wissen Sie, nein, ich muss Ihnen sagen, ein Land, in dem so etwas passiert, na, das ist das Allerletzte. Und ich befürchte wirklich, das wird noch schlimmer. Denn die Leute lassen sich ja das nicht gefallen. Druck erzeugt Gegendruck. Da braucht man sich gar nicht zu wundern, wenn sich hier allerlei abspielt. Dabei ist ein Großteil der Bewohner längst eingeschwenkt auf den legalen Weg vom Besetzer zum Besitzer. Neben einem Dachdecker-Kollektiv und einer Spedition hat man die selbstverwaltete Ostberliner Genossinnenschaft, kurz SOG, gegründet. Ihr Zweck? Erwerb von Haus- und Wohnungseigentum.
Und so standen wir vor der Situation, dass wir hier im Osten eigentlich kaufen mussten. Ne? Also es war klar, es gibt Alteigentümer, es gab Erben von Juden, die kein Interesse am Haus hatten, die aber einfach das Geld wollten. Und dann haben wir halt mit ein paar Leuten angefangen, auch so ein bisschen das, was wir in den 90ern gelernt, in den 80ern gelernt haben, mit Verhandeln oder Genossenschaft zu gründen und eine Genossenschaft mit der Bankhäuser zu kaufen. Das haben wir halt hier in der Kreuziger Straße, da habe ich mitgearbeitet, hat die selbstverwaltete Ostberliner Genossenschaft gegründet und haben dann halt als erstes unser Haus hier gekauft, dann die zwei anderen Häuser in der Kreuziger, bzw. Häfner Straße 41 und Rieger Straße 83 gehören mittlerweile zu unserer Genossenschaft. Wir haben da selber drin gebaut, haben uns das alles einigermaßen zurecht gemacht und an unserer Miete verdient halt keiner. Ja, also das, was normalerweise ist, wenn ich eine Immobilie kaufe und die vermiete, dann geht es darum, dass ich Geld verdienen will, beziehungsweise andersrum, der Vermieter will Geld verdienen. Das ist bei uns nicht der Fall. Unsere Miete setzt sich zusammen aus dem Kapitaldienst für die Banken, also Zinsen und Tilgung, die wir zahlen müssen. Und wir entscheiden, wer in die Häuser einzieht. Ja. Wir haben nebendran einmal einen Mieterladen, hier haben wir jetzt Studie Ansage. Das ist eine Strategie, man gibt den Leuten die Häuser, man gibt ihnen Geld, dann sind die beschäftigt, dann werden sie dementsprechend auch mundtot. Ja. Oder sie sind mit sich selbst beschäftigt und damit haben sie nicht mehr die Zeit, irgendwie revolutionäre Gedanken zu spinnen und Blödsinn zu machen, um das jetzt mal mit Herrn Schönbums Worten zu sagen. Ja. Letztendlich ist das genauso wie in den 80ern und 90ern im großen Teil passiert, aber im Kleinen gibt es auch immer noch Organisationen wie zum Beispiel Papiertiger, ein Archiv in Kreuzberg, das COP. Es gibt immer noch Projekte aus den 80ern, die leben. Wir haben auch, was den Kauf mancher Häuser in Friedrichshain anging, dann auch auf die alten Projekte zurückgreifen können, weil die haben die Schulden alle schon bezahlt, hatten ein bisschen Geld übrig und haben dann auch Kredite zur Verfügung gestellt, damit wir Häuser kaufen können. Also insofern gibt es schon Zusammenhänge oder es gibt auch, so wie es bei uns jetzt mittlerweile ist, diese Organisation der SOG, die Häuser hat, ist ein Ding. Es gibt aber eben die Leute in den Häusern, die nach wie vor politisch aktiv sind. Ich nenne jetzt mal Sonnet e.V. bei uns in der Kreuziger 19, die halt entwicklungspolitische Projekte machen. Es gibt einen Fischladen, es gibt das Supermolli, es gibt das RAW. Es gab damals noch das Friedrichshainer Infrastrukturprojekt in Selbstverwaltung, was aus Leuten bestanden hat, dass die in dem Zusammenhang der Besitzhäuser gewohnt haben oder aufgewachsen sind. Auch für das Haus Kreuziger Straße 21 hatte sich die SOG interessiert. Eine Unterstützung durch die Berliner Volksbank war bereits gesichert. Doch die Eigentümerin, eine westdeutsche Erbengemeinschaft, lehnte jegliche Verhandlungen ab. Am 29. Oktober ließ sie das Haus von der Polizei räumen, zwei Tage vor Auslaufen der Mietverträge. Also das ist quasi der klassische Investor, ist mehr oder weniger der klassische Schwerkriminelle, der letztlich nicht nur über Leichen, sondern über ganze Leichenberge schreitet, ja, um ein bisschen finanziellen Effekt für sich herauszuholen, und zwar ohne jede Rücksicht auf irgendetwas. Ja. Also ob das jetzt die Nachhaltigkeitsdiskussion ist, wir erleben ja gerade in den letzten Jahren in Städtebau und Technologie und was der Geier, erleben wir ja diese mehr als langweilige Nachhaltigkeitsdiskussion, die ja nichts anderes bedeutet, wie gar nichts ist nachhaltig. Sonst müssten wir ja gar nicht drüber reden. Jetzt ist es so, dass anscheinend die Verdummung schon so weit ist in der Gesellschaft, also die Kohlsche Bildungspolitik tatsächlich greift, macht das Volk blöd, dann ist es leicht zu beherrschen. So, dass niemand mehr weiß, dass das ganz in Hinsicht einmal polemisch-trivial-psychologische Angelegenheit ist. Ja, es ist ungefähr so, wie wenn einer sagt, nee, ich habe keine 60 Euro geklaut. Ja, und der Kassenwart sagt, wieso fehlen 60 Euro aus der Kasse, wusste ich gar nicht. Ja. Also das ist ja eigentlich Psychologie für Anfänger, aber selbst letztlich das ist schon völlig verschwommen. Helmut Kohl ist Maggie Thatcher mit seinen ganzen Pferden nachgeritten. Verdumme das Volk und du herrschst gleich. Ich heiße Benjamin Helmstedt, wohne in der Gerber-Max-Straße, gehe 4. Klasse. Und wir wohnen genau gegenüber vom Arbeiterspielplatz Friedrichshain. Ich gehe immer nach der Schule hin und spiele mit meinen Freunden in Tobe, mit Mike und Danny, noch anderen. Und da bauen wir und spielen wir und fahren Fahrrad über die Crossstrecke.
und wir bauen kleine Häuser und kleine Hütten aus Lehm. Es kommen auch Eltern auf den Spielplatz mit kleineren Kindern und meine Mama mit meinen kleinen Geschwistern kommt auch. Dass der Spielplatz abgerissen soll. Deswegen haben wir eine Demonstration veranstaltet und sind zum Bezirksamt Friedrichshain gegangen und haben den Verantwortlichen zur Rede gestellt. Wir haben die Leute gefragt, ob sie gut finden, dass der Spielplatz bleibt. Und die meisten haben auch unterschrieben, dass der Spielplatz bleiben soll. Und wenn der Abenteuerspielplatz abgerissen werden soll, dann wissen wir nicht, wo wir hingehen sollen. Ja, gut, da ist unser Glück. Wie machen wir das? Ich zeig dir mal das Haus. Sie hat sich verändert, ne? Gezeigt. Okay, hier haben wir unsere Waschmaschinen. Hier ist, steht Regenwasser, kein Trinkwasser. Also wir waschen unsere Wäsche mit Regenwasser und sparen damit Trinkwasser. Das ist ökologisch. Und hier ist der Zähler für die Solaranlage, Solareinspeisung. Das wird extra gezählt und wird extra vergütet vom Stromunternehmen. Verkauft ihr also Strom zurück? Wir verkaufen den Strom komplett an den Energieversorger und kriegen eine gute Einspeisevergütung. Und hier kommen wir jetzt zu unserem Kraftwerk. Hardcore. Also das sind zwei Blöcke, Blockheizkraftwerke, die werden mit Gas angetrieben und produzieren gleichzeitig Elektrizität und Wärme. Die Wärme wird in diesen Pufferspeichern zwischengespeichert und bei Bedarf abgerufen, um die Heizung zu betreiben und Warmwasser. Und wenn die Leistung, also wenn es richtig kalt ist, 20 Grad minus und die beiden Blöcke nicht mehr ausreichen, dann schaltet sich hier dieser Gasbrennwertkessel dazu. Und es ist im Prinzip so, dass wir übers Jahr gerechnet eigentlich mehr Strom produzieren, als wir verbrauchen.
Ja, und unsere Gasrechnung ist natürlich ein bisschen höher, als wenn wir nur mit Gas nur heizen würden. Aber dafür haben wir keine Stromrechnung. Und das, diese Treppengelände, habe ich das selber gebaut? Naja, das war, als wir hier alles repariert haben, haben wir uns gedacht, okay, machen wir ein paar individualistische Elemente rein. Ja, Kunst. Hm? Hier eins, hier ist ein anderes. Ja. Und dabei selbst sieht ihr, habt ihr die Möglichkeit, dann alles zu bauen, wie ihr wollt, oder? Naja, es gibt schon viele Vorschriften, die man einhalten muss. Ich guck mal, ob wir in die Küche gehen können. Wir sagen so, ja, Entschuldigung. Ne? Das ist halt unsere Gemeinschaftsküche, wo wir mit 20 Leuten wohnen und 5 Kinder. Ja, was sehen Sie auf der Terrasse? Das Schöne an dem Garten ist halt, dass wir dahinter diesen Friedhof haben. Und im Sommer ist das alles hier so grün, dass man auf der anderen Seite gar nicht mehr die Häuser sieht. Also da denkst du wirklich manchmal, du bist hier am Waldrand. Ja, stimmt. Früher war es noch schöner, da hatten wir hier eine Baulücke und haben hier unser Karibuni-Strandbar gehabt. Aber jetzt sind halt die Idioten daher gezogen. Was nun dieses Gelände früher mal war, nämlich ein Reichsbahn-Ausbesserungswerk, ein ehemaliges Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Und das war dann 1994 abgewickelt worden. Das lag also jetzt schon 2-3 Jahre knapp brach. Und wir haben dann angefangen, uns schlau zu machen, mehr und mehr, und dann auch so ein Projekt zu beschreiben, also zu konzeptionieren. Und es war von Anbeginn eben halt so, dass wir ein soziokulturelles Projekt machen wollen, also diese Idee der kleinen Stadt in der Stadt. Das war dann im Mai 98 soweit, dass wir das erste große Treffen hatten. Und zu den ersten großen Treffen gehörten einmal die Bibiena, die leider mittlerweile verstorben ist, aus Bröllin. Sie hat damals das Schloss Bröllin geleitet und hatte Projekterfahrung. Dann einige Bezirksverordnete, dann Nachbarn, also die eben halt auch mit an diesem Konzept gearbeitet hatten und wollten jetzt erstmal eben halt sozusagen in diese Runde, das waren circa 20, 30 Leute bei mir in der Wohnung, was dann auch mein zunächst das Vereinslokal geworden war von dem RAW Tempel e.V. Und wir wollten eben halt jetzt mal so ein bisschen überprüfen, wie kommt diese Idee an? Ist da überhaupt, sehen Sie Möglichkeiten? Und es war so positiv, die gesamte Reaktion, egal aus welchen Bereichen die Menschen eben halt gekommen waren. Dann haben wir Ende Juli 98 den Verein gegründet. Und RAW Tempel e.V. haben wir ihn genannt, einmal wegen Reichsbahn-Ausbesserungswerk, aber es heißt eben halt ja auch RAW, roh, unbearbeitet. Und wir wollten ganz gerne unsere Philosophie auch in dem Namen sehen, also nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. So ein bisschen wie so eine, es gibt so eine architektonische Idee, wenn man eine Stadt plant oder einen Stadtteil, man baut Häuser und man plant die Wege nicht auf dem Zeichenbrett, sondern man lässt die Leute laufen und danach, wie die Trampelpfade entstehen, so baut man die Wege und so wollten wir eben halt unser Projekt auch entwickeln. Und den Tempel haben wir mit reingenommen, weil wir ja auch diesen schönen Spitzbunker, den sogenannten Zombeck-Turm haben. Das ist ein Turm, der noch im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkrieges 44, glaube ich, gebaut wurde. Aber der Tempel ist eigentlich ein Verneigen vor der ursprünglichen Idee, die Bibiena zu uns gebracht hat, nämlich die hat den Industrietempel e.V. gegründet in Mannheim. Ich hoffe, das war richtig, die Stadt. Also in Süddeutschland irgendwo. Und die hatten Industriegebäude für temporäre kulturelle Nutzung eben halt also den Industrietempel gegründet und sind da eben halt mit Projekten
weiß ich, Theaterprojekte rein und. Und weil die Idee in diesem, bei dem Industrietempel auch eine nahe Zusammenarbeit mit dem Bezirk, also mit der Politik war, hatten wir, weil wir das übernommen hatten in den RAW-Tempel als Gangart, haben wir das eben halt auch praktisch in unseren Namen mit reingenommen und somit eben halt unsere Treue zu der Uridee ausgedrückt. So kam der Name RAW-Tempel e.V. zustande. Es gab ganz am Anfang immer wieder mal Fragen, ob wir eine Sekte seien. Und da gab es dann so eine Standardantwort, außer Sekt trinken eigentlich. Das ist ja schön. Das Arbeiten. Also vorher waren wir im Keller und haben die beiden Blockheizkraftwerke gesehen. Hier kommt sozusagen die Abluft raus. Na, und damit produzieren wir unsere Wärme und unseren Strom. Hier drüben haben wir eine Solaranlage. Die produziert auch Strom, aber den verbrauchen wir nicht selber, sondern verkaufen den komplett an den Energieversorger und kriegen 56 Cent pro Kilowattstunde als Vergütung. Sehr gut. Das lohnt sich. Schätzungsweise wird diese Anlage nach 10 Jahren abbezahlt sein. Also 4 Jahre ist es schon im Betrieb, noch weitere 6 Jahre, dann hat sich die Anschaffung amortisiert und dann haben wir nochmal 10 Jahre garantierte Einspeiservergütung, wo wir sozusagen dann in die Gewinnzone kommen. Also, das ist wirklich also heute wäre sowas völlig undenkbar. Jetzt haben wir wieder einen Rechts- und Ordnungsstaat, nur dazu im gelb-schwarzen Wahnsinn. Und da würde man natürlich über Leichen gehen, um solche Besetzungen nicht mehr zuzulassen, genauso wie man das in den 90er Jahren hat. Ob das jetzt angesagt wäre, solche Besetzungen zu machen, wage ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Frage zu stellen, weil vielleicht ist es ganz gut, wenn jetzt einmal die Dinge leer werden und vielleicht ist es auch ganz gut, diesem System, das jetzt tatsächlich in sich zusammenfällt. Ich wage die Prognose, dass die Krise noch nicht begonnen hat, sondern die kommt erst. Was wir jetzt sehen, ist ja nur das Platzen von ein paar Blasen. Interessant wird es zu dem Zeitpunkt, wo Währung nicht mehr haltbar ist, also die Währungen der heutigen, Dollar, Euro etc., hier die großen inflationären Bewegungen einsetzen, um diese Schulden zu zahlen. Dann wird es interessant, dann beginnt die Krise. Und ob wir jetzt das System, weil ich die Frau Merkel jetzt zitieren darf, die redet ja immer so gern vom System, ob wir jetzt das System durch Widerstand stärken sollen, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, am besten ist es, sich jetzt einfach hinzusitzen und in einer Art fernöstlichen Drangort neben dem Fluss zu sitzen und den Leichen beim Vorbeitreiben zuzusehen. Und vielleicht ist ja ab und zu mal eine dabei, die man brauchen kann. Ja? Wir haben nie besetzt. Und das war auch unser Ziel. Das war eben halt dieses, was vom Industrietempel auch kam, eben halt die nahe Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt. Und damals war es die Eisenbahn, die das Gelände noch besessen hat. Und die sagten dann, okay, der Verein hat keine Reputation, weil wir noch so jung waren. Und wenn der Bezirk aber eben halt so gerne möchte, dass wir hier einziehen in diese 4 denkmalgeschützten Gebäude, dann soll der doch also Mieter werden und wir werden Untermieter vom Bezirksamt. Und so ist es gekommen und so haben wir die ersten 3 Jahre Mietvertrag bekommen. Und wir hatten ganz am Anfang gut 30 Projektpartner, hatten dann aber auch schon angefangen, ein paar Räume eben halt für temporäre Nutzung irgendwie freizuhalten, weil viel, viel mehr Bedarf an Projekträumen war. Wir bekamen aber nicht mehr als diese 4 denkmalgeschützten Gebäude direkt an der Mauer hier an der Revaler Straße 99. Wir sind dann 1. Juli 99 aufs Gelände gezogen. Okay, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich habe jetzt extra für dich mal einen Song rausgesucht, der damals up-to-date war. Der durfte auf keiner Demonstration fehlen, steht auf dem Index. Deswegen muss ich dazu sagen, dass wir ihn jetzt aus dokumentarischen Zwecken einfach hier mal abfahren. Und zwar ist das Hey, cool, zur Art. Hey, cool. Gefällt. Wir haben ein Haus, in Stadt besetztes Haus, den Peter und den Pit, die schauen nur zum Fenster raus. Wir haben ein Haus, den Peter
gleich in die Fresse tritt. Hey, rote Zora, Molly hier, Molly da, Molly upsassa. Hey, rote Zora, auf dass der Groschen fällt. 1, 2, 3, 4, Stahl und Macht und Geld. Wilde, wilde, Witt und Bullenschweine. Alle groß und klein, tralala, kriegen in eine rein. Wir machen diese Welt, wilde, wilde, wie sie uns gefällt. Kampf im Kapital, in den Kalle, egal, ist scheißegal. Hey, rote Zora, Molly, Molly, da, Molly, auf das Dach. Hey, rote Zora, du machst uns, was gefällt. Hey, hey, rote Zora, Molly, Molly, da, Molly, auf das Dach. Hey, rote Zora, du machst uns, was gefällt. Wir haben ein Haus, in Stadt besetzt das Haus. In Pizza und im Bitz, die Sau in unserem Bett. Stark und Sau, ein Haus, in Pizza und im Bitz. Wir gehen auf Bullensau, kräftig in die Fresse ins Netz. Und ich glaube, da haben wir auch gute Arbeit geleistet. Ja, jetzt sind wir ja über 10 Jahre auf dem Gelände. Ich selber bin nicht mehr verantwortlich hier, bin aber noch nah bei, weil ich auch immer noch in der Wohnung lebe, wo eben halt diese Vision entstanden ist. Und ich sage immer, es war wirklich wie dieser Song von Bob Marley, Natural Mystics were going on. Also richtigen Leute am richtigen Platz zum richtigen Zeitpunkt. Und das war immer schon Ära wie Tempel. Deshalb bin ich auch weiterhin zuversichtlich, dass auch mit den neuen Besitzern, die jetzt Verantwortlichen, als auch eben halt die Mitglieder dieses Vereines es schaffen werden, hier zu bleiben. Und darum kämpfen wir. Und vor dem Hintergrund ist ganz interessant, was passieren wird im Tacheles. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es so, dass es uns nicht mehr gibt, also wir sitzen quasi gar nicht mehr da, wir bilden uns das alle nur ein, weil unser Vertrag ist mit 31.12.2008 abgelaufen. Nur der Eigentümer ist jetzt so ein typischer Investmentzusammenhang, Fundusfonds, die haben halt das Hotel Adlon gebaut, den Heiligen Damm, und wie es so ist, die Investoren sind eben mit einem Fuß in der Freiheit und mit dem anderen Fuß in Untersuchungshaft. Ja? Jetzt hat der das Problem, es kommt eine Finanzkrise, die ist tatsächlich passiert. Er kann das nächste Projekt nicht mehr mit dem Projekt vorher finanzieren. Ja? Er ist nahe der Insolvenz. Das hat dazu geführt, dass das ganze Gelände plus dem Tacheles jetzt unter Zwangsverwaltung steht, weil der liebe Investor seine Kredite nicht bedient. Seine Hypotheken nicht bedient, nie bedient hat. So, der Witz ist, die Gläubigerbank ist die HSH Nordbank aus Hamburg. Das ist ja selber mehr oder weniger eine kriminelle Vereinigung, wann nur die Hälfte stimmt von dem, was in der Zeitung steht. So, jetzt ist die große Bank aus Hamburg, die selber Schwierigkeiten hat, Ende nie, wo selber nicht klar ist, ob nicht der eine oder andere Bestand besteht. Ja? Sind die Gläubiger von Investor, und die wollen jetzt das Tacheles haben und wir müssen raus. Jetzt haben sie uns verklagt, wir haben das natürlich verloren, weil unser Vertrag ist vorbei. Jetzt wollen sie viel Miete und jetzt hat man hin und her verhandelt. Jetzt sind sie draufgekommen, naja, die Künstler werden jetzt nicht einfach so abhauen, selbst wenn man den Verein jetzt rausschmeißen würde. Und jetzt sind sie mal ruhig und hoffen quasi darauf, seit Monaten, dass sie das Problem von selbst erledigt. So, und gucken und mache halt mein Radio hier, was mir sehr am Herzen liegt. Radio ist immer mein Faible gewesen. Und der Anspruch, den wir hier vom Radio haben, ist eben Leute, die im Kiez was machen, die in normalen Medien nicht vorkommen. Das ist auch meine Erfahrung. Die ganze Hausbesetzerzeit, immer wenn wir tolle Sachen gemacht haben, sind wir kaum in den Medien beachtet worden. Immer nur, wenn es geknallt hat. Ja. Und dann sind sie alle gekommen und dann konnten wir ihnen auch einen Vorwurf machen. Sie sollten mal hingucken, was wir an positiven Sachen gemacht haben. Aber es gibt Leute, die hier gute Sachen machen, die brauchen ein Sprachrohr. Dafür haben wir das Studio zusammengeschraubt hier und teilweise
teilweise bei eBay ersteigert, teilweise schenken, also ein bisschen Fips steckt da auch noch mit drin, ne, um hier einfach eine Plattform zu haben, wo Leute kommen können, die sagen können, was sie wollen, was sie Tolles machen und das wiederum halt über einen Sender, in dem Fall der offene Kanal Berlin. Ansonsten natürlich die Häuser und wenn irgendwas Neues kommt, dann machen wir was Neues, kein Problem. Also ein Teil dieser Inlandsbildungsarbeit oder ein Projekt davon ist jetzt die Transition Town Initiative. Das haben wir letztes Jahr im September gestartet mit einer 12-wöchigen Veranstaltungsreihe und einem Abschlussabend, wo wir dann auch Arbeitsgruppen gegründet haben. Ja, und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Also Transition Town ist sozusagen unser Motto. Wir wollen eine resiliente Gesellschaft aufbauen und denken, dass wir das am ehesten hier auf der lokalen Ebene tun können, weil hier können wir uns mit lokalen Politikern treffen oder die lokalen Behörden können wir halt eher erreichen als, sagen wir mal, die Bundesebene oder so. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch mit bei bundesweiten Kampagnen und sowas. Ja, das ergänzt dann unseren lokalen Schwerpunkt. Danke. Ah, Andrea, this is a good interview about Transition Town. Uh-huh. He's a permaculture student of mine. And die Erde erwärmt durch die CO2-Emissionen und deswegen suchen alle Aktiven der Transition Town-Initiativen nach einem Leben jenseits des Öls und der Kohle, also nach einem postfossilen Zeitalter. Und diese Kultur muss aufgebaut werden auf den Leuten, die in einem Kiez leben. Es ist eine Bottom-up-Geschichte, wie es heute so schön heißt, also von unten nach oben. Es sollen Strukturen entstehen, wo über die Visionen der Menschen, also sehr, sehr wichtig für Transition Town, über die positiven Visionen der Menschen, Projekte, Vernetzungen und alternative Strukturen sich entwickeln, auf deren Grundlage ein Leben ohne Öl möglich ist. Dazu gehört also alternative Mobilität, regenerative Energien, Stadt-Land-Vernetzungen, biologische Nahrungsmittel natürlich bei den Stadt-Land-Vernetzungen, also dass die Bauern aus der Umgebung regional, saisonal, biologisch angebautes Gemüse und Obst liefern in die Stadt. Dazu gehört aber eben auch Kultur, Freude, Spaß, Vernetzung der Menschen untereinander, Talentaustausch, auch Austausch von Fähigkeiten und unter den Menschen. Also ein Reklamieren des Kiezes und der Umgebung, dass es so wieder so eine Art Heimatgefühl gibt, was ja den Grünen so ein bisschen abhanden gekommen ist. Um sich also eine neue Heimat zu basteln, die nachhaltig funktioniert und die eine Stadt resilient macht. Das ist ein Begriff, der in der Transition Town vorkommt, nämlich widerstandsfähig und anpassungsfähig zugleich bei Krisen und Schwierigkeiten. Das ist das große Ziel. Und resilient ist natürlich ein System nur dann, wenn die einzelnen Teile der groben Struktur stark sind in sich und das sind dann die Menschen, die hier leben, die sollen stark werden. Für ganz Europa, dann ist das ein Feiertag für alle Menschen, die mehr Freiheit haben, von Russland bis in viele Teile der Welt. Und dann sagen wir einfach Danke, dass viele uns auf diesem Weg geholfen haben. Herzlichen Dank. Die Luft ist frisch, das Wetter dagegen miserabel. Trotzdem will Berlin den ganzen Abend feiern und auf dem Höhepunkt soll die Mauer noch einmal fallen, wenn auch diesmal nur eine aus 1000 Blöcken Styropor. Ja, und das wird sich gleich hier ereignen. Diese Blöcke werden einstürzen nochmal als Symbol für den Fall der Mauer vor 20 Jahren. Ein Fall, der vielen Menschen weltweit Mut gemacht hat. Das haben alle Redner hier noch einmal betont. Ja, vielen Dank, Hans-Peter Hannes. Das ist der momentane Stand und als Künstler interessiert mich das sehr, weil ich muss ehrlich sagen, viel abstrakter geht es nicht mehr. Ja, und das nennt man aber letztlich Realwirtschaft. Also das ist das, wo die meisten behaupten, das wäre wirklich. Das wäre Wirklichkeit. Das bestimmt unser aller Leben. Ja. So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen als Künstler, ich kann gar nichts mehr machen, weil besser kann ich es nicht machen. Also ein ausgeflippteres, durchgeknallteres Konzeptkunstwerk wie das,
was der, werde ich mit einbeziehen, was wir Dummköpfe Wirtschaft nennen, ist nicht möglich. Nicht? Vielleicht im Sinne von Aktionskunst, also irgend so ein, da war doch was in 2001, im September, glaube ich. Aber das ist dann zu brutal, da sind dann 3000 Tote und das große Hochhaus ist kaputt und irgendein durchknallter Rinderfarmer aus Texas fliegt aus und führt einen ewigen Krieg gegen den Terror. Und fünf Musulmanen glauben, sie müssten jetzt als Hausprediger der Bildzeitung nacheifern und die Christen verdammen und hin und her. Das ist wohl alles ganz, wer als Fernsehsendung oder als Kinofilm hätte es einen gewissen Witz, ich sage mal, wenn es der Bruno machen würde oder auch von mir aus der Helge Schneider oder wer, dann okay, würde man lachen. Das Problem ist natürlich, man lacht nicht, weil es ist eine wirklich, die Leute sterben ja tatsächlich.